eine Stadt im Fußballfieber. Diesmal zu Gast in Bogen wurden wir von einem Teil der insgesamt knapp 80-köpfigen Tippspielgemeinschaft jubelnd empfangen. Ja, ich habe mich natürlich mit meiner Schalsammlung beworben, die man hinter mir sieht. Und ich habe auch ein Bild geschickt vom WM-Finale in Rio, wo wir waren vor 2 Jahren. Und das war ein Highlight in meinem Fußballerleben bisher. Also haben wir zufällig Karten gekriegt und sind dann 24 Stunden unterwegs gewesen, nur dass wir da hinkommen. Und war ein Traum. Ich war noch nie so intensiv in einem Fußballspiel dabei und hat sich absolut gelohnt, kann ich nur empfehlen, machen. Einfach machen. So sollte eigentlich auch die Devise für die deutsche Nationalmannschaft lauten. Vor Anpfiff wurden noch alle mit Snacks eingedeckt. Hier in Niederbayern zählt ja auch Bier zum Grundnahrungsmittel. Und da dauerte es natürlich auch nicht lange, bis es hieß: Fußball verbindet. Also freut mich, dass du heute einen alten Spätzl wieder gefunden hast. Danke, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen natürlich an die Karmelitenbrauerei und an DonauTV, das Team. Hab mich echt gefreut, dass das hingehört hat und wir heute einen schönen Abend erleben, mit viel Spaß, ein bisschen ein Freibier und natürlich am Sieg von unserer Mannschaft. Gell? Also, und wir werden es unterstützen. Auf geht's! Was tippst du denn kurz vor Anpfiff? Ich würde sagen 2-1. Sieg für Deutschland 2-1. Ich fürchte 1-1, aber wir wollen ja gewinnen, also 2-1. 3-0. 2-1 für Deutschland. Warum? Weil wir die Besten sind. Und wir haben einfach doch um das Tor stärker. Wenn wir schon Weltmeister waren, da wird man durch Polen auch noch schlagen, ne? Wer wird Europameister? Deutschland natürlich, eh klar. Es folgte ein schweißtreibendes Spiel. Zur Halbzeitpause mussten deshalb die Flüssigkeitsvorräte auch nochmal aufgefüllt werden. Und auch 45 Minuten später, trotz des torlosen Durchschnittkicks, waren auch die Kleinsten der Tippspielgemeinschaft noch guter Laune. Wir haben ja gehört, Sie haben ein Tippspiel. Wie schaut es denn aus nach dem Spiel bei Ihnen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Tippspiel ist natürlich voll am Laufen, aber ich muss zugeben, ich bin momentan ziemlich im hinteren Drittel, aber ich hoffe, dass ich mit den nächsten Spielen noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, aber dabei sein ist alles, gell? Welcher Platz sind Sie? Ja, von 78 bin ich momentan 71. Also es gibt noch Luft nach oben. Am 21. Juni ist dann das alles entscheidende Spiel. Bei einer Niederlage gegen die Nordiren könnte es noch einmal knapp werden für die Deutschen. Nächsten Dienstag eröffnen wir dann zusammen mit der Karmelitenbrauerei beim Jägerstammtisch in Frauendorf die Jagd auf das Achtelfinalticket. Zumindest in Sachen Treffsicherheit können die unserer Elf bestimmt noch ein paar Tipps geben.